Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Ja, hallo, willkommen zurück. In diesem Video möchte ich mal mit meiner Tutorial-Reihe an sich weitermachen. Wir waren ja hier soweit mit unserer Platine fertig und heute möchte ich euch zeigen, wie wir Gerber-Dateien erzeugen und wie wir das in verschiedene Produktionen geben. An dieser Stelle gleich der Hinweis: Ich erhalte von den beiden Webseiten, die ich euch heute zeigen werde, und von den Tools kein Geld, keine Werbung. Mir persönlich ist das egal, wo ihr eure Platinen herstellen lasst. Ich nehme das hier nur beispielhaft. Soweit erstmal dazu. Wir haben also jetzt unsere Platine soweit fertig. Jetzt lassen wir hier sicherheitshalber, bevor wir da irgendwas nochmal in die Produktion geben und Gerber-Dateien erzeugen, nochmal hier den DRC starten, nochmal sicherheitshalber alles durchlaufen. Wir prüfen nochmal, dass wir hier keine Fehler und keine Warnungen drin haben. Das sehen wir jetzt. Wir haben also hier eine Bestückungsdrucküberlappung vom R1 und Q1. Da schauen wir nochmal schnell hin. Ich zoome dazu mal hier ein bisschen weiter rein. Beziehungsweise R1 sollten wir ja hier auch relativ schnell finden. Das wäre hier. Das heißt, hier überlappt sich der Druck mit dem Umriss von dem Footprint. Da gehen wir hier mal drauf, markieren uns das Ganze, schieben hier mal ein kleines bisschen rüber. Ich stelle nochmal das Raster um. Das können wir ein bisschen kleiner machen. Dann kann man das auch nicht mit solchen großen Schritten bewegen. So sitzt das dann hier schön dran. Wir hatten einmal den R1 und hier den Q1. Ihr seht also hier unten dieser Querstrich von der 1 schneidet hier den Curtyard und deswegen gehen wir da mal hier drauf. Wir markieren uns den Q1, sagen hier wieder mit der Taste M Move, schieben das hier nochmal nach links ein bisschen raus. Wir speichern unseren ganzen Spaß. Lassen jetzt nochmal den DRC-Check durchlaufen und eine Platine ist erst dann meiner Ansicht nach wirklich für die Produktion reif, wenn hier unten auch wirklich überall grün 0 steht, hier auch keine unverbundenen Elemente mehr angezeigt werden. Schaltplanparität ist okay. Hier könnten wir nochmal ignorierte Tests bearbeiten. Die könnten wir nochmal hier entsprechend anpassen. Das heißt hier mit ignorierten Tests, das sind jetzt also vier Tests, die hier auf Ignorieren stehen. Wir könnten die jetzt also mal hier noch auf Warnung rübernehmen. Seid da bitte mal vorsichtig. Können wir aber natürlich mal trotzdem noch auf Warnung machen. Ich setze die nochmal hier rum. Das sollte man natürlich nur diejenigen tun, die auch wissen, was sie hier einstellen. So, damit wären jetzt noch diese vier Tests weiter abgearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt alle Tests durchlaufen lassen, die durchlaufbar sind. Und wir sehen, auch hier haben wir jetzt erst einmal null Warnungen und auch null Fehler. Das heißt also, jetzt ist wirklich unsere Platine konsistent. Wir speichern unseren ganzen Spaß hier ab. Bevor ihr jetzt in so eine Produktion geht, würde ich jetzt das Projekt natürlich erst einmal sichern, beziehungsweise die ganzen Dateien im Ordner auch vielleicht schreibgeschützt ablegen. Das heißt, hier um zu vermeiden, dass versehentliche Änderungen durchgeführt werden. Ja, ich sag mal, die versehentlichen Änderungen vom Praktikanten, wenn ihr dann doch mehrere Leute in der Firma seid, auch wenn ihr allein seid. Man hat mal schnell irgendwo versehentlich hingeklickt, merkt es nicht, speichert es ab und schon hat man wieder einen Fehler drin. So, damit hätten wir jetzt erst einmal unsere Platine und wir können jetzt hier oben auf den Button Plotten gehen, beziehungsweise hier auf Werkzeuge. Jetzt muss ich mal gucken, wo das hier war. Hier haben wir es dann entsprechend plotten, können das hier über das Dateimenü noch anfahren oder eben hier über den schnellen Weg den Plotten. So, beim Plotten wählen wir dann aus hier oben natürlich Gerber. Wir können hier auch verschiedene andere Formate ausgeben. DXF, HPGL, PDF kann ich es plotten lassen eben, oder wir wollen ja Gerber-Dateien erzeugen.
Wir nutzen dazu ein Ausgabeverzeichnis und ich möchte euch darauf hinweisen, schmeißt hier bitte nicht in euer Projektverzeichnis diese ganzen Gerber-Dateien rein. Ihr kommt dann hier durcheinander, das sind unwahrscheinlich viele Dateien und die dann rauszuklamüsern, um daraus zum Beispiel ein ZIP zu erzeugen, was ihr dann an euren Hersteller sendet, macht keinen Sinn. Deswegen hatte ich ja gesagt, wir setzen uns mal hier in KiCad 7 einen eigenen Ordner dafür an, eben den hier Druck, ihr könnt den auch Gerber nennen. Halt hier oben habe ich ja den Gerber-Ordner so rum. Hier diesen Ordner Gerber, den hatte ich extra angelegt. Wir machen das einfach mal auf Öffnen. Wir werden jetzt noch gefragt, ob das als relativer Pfad angegeben werden soll. Das können wir hier beruhigt mit Ja beantworten. Das heißt, hier oben steht ja nicht der ganze Pfad drin, sondern eben hier diese relative Pfadangabe. Und dann sind wir eigentlich hier schon in unserer Ausgabe. Die Ausgabe an sich ist selbsterklärend. Ich kann jetzt hier alle meine vorhandenen Layer anwählen, die ich in Gerber ausgeben möchte. In der Regel sind das jetzt die, die ich hier angegeben habe. Die anderen braucht er eigentlich gar nicht so weit. Das richtet sich jetzt nach dem Leiterplattenhersteller. Ja, die Hersteller, die ihr benötigt, die haben in der Regel eine Anleitung, welche Gerber-Dateien sie benötigen und das sind dann eben entsprechend hier eure Häkchen, die ihr setzen müsst für die entsprechenden Layer, die ihr benötigt. So, das wäre die Lagenauswahl. Auf allen Lagen plotten lassen wir hier in dem Fall mal frei. Dann haben wir hier Footprint-Werte plotten. Hier kann ich also jetzt noch einstellen, was noch alles mit ausgeplottet werden soll, die Footprint-Werte und die Referenzbezeichner. Das sind dann die Dinge, die auch auf dem Silkscreen, auf dem Druck mit ausgegeben werden, also dass dann R1 steht oder eben 470 Ohm oder whatever. Das kann ich hiermit anhängen, ansonsten wird das nicht mit ausgegeben. Wir können dann hier die Füllung von den Kupferzonen vor dem Plotten prüfen, das sollte man auch auf alle Fälle machen. Und wir haben dann hier die Gerber-Optionen, das Koordinatenformat hier entweder 4,5 oder 4,5 oder 4,6, je nachdem die meisten neueren oder die meisten Hersteller gerade aus China nutzen hier 4,6. Und wir können jetzt eben hier noch diese Gerber-Job-Dateien erstellen, die entsprechende X2-Format, den Netzlist-Attribute und so weiter. Wie gesagt, die Einstellungen hier, die hier zu setzen sind, legt der jeweilige Hersteller fest. Deswegen lasse ich das jetzt mal so. Ich hatte das hier von JLC PCB übernommen. Das möchte ich euch auch an dieser Stelle mal zeigen. Das ist zum Beispiel einer der Hersteller, die ich nutze. Ist einer der Hersteller von Leiterplatten und ich kann hier unter Support kann ich jetzt hier mal KiCad eingeben und dann sollte im Help Center eigentlich diese ganze Geschichte auftauchen. Warum es das jetzt nicht tut, kann ich euch nicht sagen. Nochmal. Gehen wir mal hier ins Help Center nochmal. Generate Gerbers, dann war es hier und jetzt kann man hier glaube ich mal KiCad eingeben. Mal sehen, ob es jetzt findet. Findet das auch nicht. Hier KiCad 7. Interessanterweise findet das jetzt. Also hier ist eine Anleitung unter diesem Link hier, den könnt ihr euch dann nochmal entsprechend kopieren oder abschreiben, tippen. Und wir haben den jetzt also hier drin und da ist hier also eine Anleitung, vor allen Dingen hier, welche Layer zu selektieren sind, welche Häkchen hier zu setzen sind. Ihr seht, dass wir hier zum Beispiel diese Plot-Footprint-Values nicht benötigen. 4,6 Units. Gehen wir also mal hier rüber. Das heißt, wir würden jetzt hier diese Werte rausnehmen. Kann man dann entsprechend die Häkchen setzen, wie man es braucht.
Und wir können jetzt dann im Anschluss nach dieser Anleitung hier die Bo-Files generieren. Das machen wir jetzt als erstes. Ich gehe also wieder hier in meine Oberfläche, sage hier unten Bo-Dateien erzeugen. Na, komm her. So, auch hier setze ich jetzt entsprechend wieder die Häkchen oder die Checkboxen, die ich brauche, und sage jetzt einfach hier Bo-Datei generieren. Wir achten darauf, dass wir hier in diesem Gerber-Ordner sind und sagen generieren. Damit ist das erstellt, fertig. Und hier auch unser Plotten. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass ich das jetzt nicht ganz so genau mache, wie es in der Anleitung steht. Und zwar sage ich euch auch gleich, warum. Gut, also so kann man sich jetzt hier anhand dieser Anleitung entlang hangeln und sich so seine Dateien erstellen. Und wenn wir jetzt hier in unser KiCad 7 Ordner reingehen, in unseren Gerber-Ordner, dann sehen wir jetzt hier, sind diese Dateien erzeugt worden. Ich könnte mir jetzt diese Dateien anzeigen lassen, indem ich dann sage, ich öffne mal hier im KiCad 7 den Gerber-Betrachter und sage jetzt mal hier Gerber-Dateien öffnen, gehe dann hier in meinen Gerber-Ordner, kann ich die hier anwählen und sagen, öffne die mir mal. Gut, die Gerber-Job-Datei kann er nicht öffnen. So, und dann habe ich dies hier drin. Jetzt kann ich mir also nochmal meine Platine als Gerber-Darstellung anzeigen lassen. Kann mir hier die einzelnen Layer, die ich jetzt hier erstellt habe, hier anzeigen lassen. Kann mir die auch entsprechend hier ausblenden und wieder einblenden und kann also mir meine Gerber-Dateien anzeigen lassen, um nochmal zu kontrollieren, ob auch wirklich alles richtig ist. Wenn ich das jetzt hier habe, kann ich hier alles zusammenfügen oder anmarkieren, sage Rechtsklick und dann entsprechend komprimieren, mache daraus ein ZIP-File. Das kann ich jetzt nennen, wie ich möchte. Und sage, ich lege mir das Ganze an. Dann kann ich auch diese Dateien hier alle löschen. Und könnte jetzt dieses ZIP-File hier auf der Startseite, also hier auf der JLC, hier eben diese Add Gerber Files, machen wir doch mal probehalber, spielen wir es mal ein. Wir haben hier unser KiCad 7, im Gerber liegt jetzt also mein Projekt und sage, ich wähle das mal aus und dann lade ich das hier nach oben. Und voilà. Ihr seht, damit wäre die Platine jetzt geladen und jetzt könnte ich die hier entsprechend produzieren lassen und hier meine ganze noch entsprechende Auswahl durchführen. Also rot, gelb, blau, grün, wieder Lötstoffmaske, der Lötstofflack, welche Farbe der haben soll und so weiter und so fort. Entsprechend ändert sich natürlich dann hier der Preis und dann kann ich natürlich hier über Save to Cart mit PayPal und dergleichen bezahlen oder mit Kreditkarte und irgendwann kommt dann meine Platine. Das Problem ist, dieses Vorgehen ist relativ fehlerbehaftet. Ich kann hier also Hallo, liebe KiCad-Freunde. bei meinen ganzen Einstellungen eine ganze Menge Fehler machen. Deshalb gibt es da auch eine andere Lösung. Und zwar sieht diese Lösung aus. Ich mache das hier mal zu. Wir speichern nochmal. Gibt es noch eine andere Lösung? Und zwar, wir gehen wir mal hier unten in unserer Plugin-Content-Verwaltung. Das ist jetzt nur für diesen Hersteller. Fabrication Toolkit, JLC PCB Fabrication Toolkit. Das installieren wir uns oder könnt ihr euch installieren. Wir wenden mal die Anwendungen an. Schließen. Damit ist das jetzt installiert. Und wenn wir jetzt hier auf unseren Leiterplatten-Editor draufgehen, haben wir das hier oben drin. Und jetzt macht dieses Fabrication Toolkit genau das Gleiche, was wir jetzt hier anhand dieser langwierigen Anleitung erstellt haben. Der hat das hier also alles hinterlegt, diese ganzen Sachen, die er benötigt. Wir brauchen da gar nichts mehr plotten und auch keine Häkchen mehr setzen, keine Checkboxen, das spart man sich alles, dieses Durcharbeiten der Anleitung.
Und ich habe hier sogar den großen Vorteil, wenn ich meine Platine bestücken möchte, kann ich nämlich hier zu meinen Bauteilen schon entsprechend auch die Partnummern vergeben und dann wird er auch diese ganzen Partnummern, dazu mache ich nochmal ein extra Video, auch diese gesamten Partnummern gleich mit entsprechend richtig erzeugen und entsprechend auch richtig zuweisen und ihr könnt dann auch die Platine sogar bestücken lassen. Und jetzt ist das natürlich noch einfacher, ich brauche nämlich hier einfach nur noch auf Fabrication Toolkit klicken. Und ich lasse es jetzt hier diesen Haken Exclude DNP Components, lassen wir mal nicht anhaken, also so lassen wie es ist und wir sagen hier einfach generieren. Und jetzt kommen wir hier in den Webbrowser, der wird geöffnet und jetzt liegt hier unter meine Projekte, mein zweites Projekt, ein Production. Also er legt jetzt hier im Projektordner einen Ordner an und da liegen diese ganzen Informationen dann alle drin. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich mache das hier mal zu, gehe hier wieder in meinen Explorer. Na komm, mach auf. Also KiCad 7. Dieses Fabrication Tool nutzt eben jetzt nicht diesen Gerber-Ordner, den wir hier gerade hatten, sondern er nutzt das jetzt wirklich im Projektordner selber. Legt er einen separaten Ordner an und hier eben diesen Production-Ordner. Das ist dann auch sauber aufgeräumt, da kommt auch nichts durcheinander. Und wenn ich jetzt hier reingehe, liegt das jetzt hier alles drin. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt mein zweites Projekt ZIP. Da schauen wir mal kurz rein. Hier sehen wir jetzt also automatisch die richtig ausgewählten Gerber-Dateien. Er hat sie jetzt hier genannt nach mein zweites Projekt. Die Trill-Datei ist da, die Silkscreen, Paste, Mask, also die Gerber-Layers, die er wirklich auch braucht. Das ist in der Application hinterlegt. Und er hat jetzt eben hier noch weiter eine Netlist. Also eine Netzliste, die wäre dann zum Beispiel für das Bestücken nötig. Ja, hier haben dann hier zum Beispiel eine Positions-CSV. Na komm, geh auf. Wir haben jetzt hier also eine CSV mit den Positionen der Bauelemente. Das ist dann fürs Bestücken, für die Maschine, für die Bestückmaschine interessant. Die sind dann hier ordentlich entsprechend ausgewählt und gesetzt. Auch das war in vorangegangenen Versionen immer ein ganz großes Problem, wie richtig die Position, alles richtig positioniert ist, etc. Dann haben wir hier die Designator. Dann haben wir hier also die Beschreibung, die mache ich jetzt nicht auf, da ist nur ein einzelner Links drin, aber hier die Boom möchte ich euch noch zeigen. Die Bill of Material. So, und wir haben jetzt hier zum Beispiel eben unsere Bauteile, die in welcher Anzahl und was es für welche sind. Und hier hinten sehen wir die LCSC Part Number. Die könnte ich jetzt hier noch nachträglich einfügen. Oder wenn ich sie schon im Bauelement hinterlegt habe, wird sie hier automatisch generiert, also mit automatisch eingetragen. Was ist diese Part Number? Da gehen wir nochmal hier auf unsere JLC PCB. Com, slash Parts kann ich hier gleich direkt eingeben, dann bin ich hier in dieser Parts-Datenbank. Nein, wir wollen das jetzt hier nicht übersetzen. Und jetzt gehen wir doch einfach mal hier auf Resistor und sagen hier einfach mal, oder wir haben das jetzt hier unten schon, dann können wir jetzt hier die Bauform auswählen, zum Beispiel eben hier als SMD-Bauform die 1206. Und jetzt sehen wir hier, ich kann hier auch entsprechend nach Werten suchen. Ich kann also auch eingeben, sagen wir zum Beispiel mal 100 Ohm. Kann ich also jetzt hier Parts raussuchen. Resistor, Surface Mount. So, da wollen wir jetzt mal hin. Wir haben also jetzt hier, können wir nochmal einen Filter setzen auf 1206. Und dann gehen wir eben hier hinten auf 100 Ohm mal hoch. Oder nehmen wir hier mal die 1,14 Kilo Ohm. Das ist jetzt egal. Ich möchte euch das hier nur zeigen. So, entsprechend Apply. So, jetzt haben wir die hier also einen 100 Ohm.
Kann ich jetzt mal anwählen. Na, warum macht er das jetzt nicht? Jetzt habe ich hier irgendwas versaubeutelt. So, jetzt also hier da mal drauf gegangen. So, wir sehen also jetzt hier unseren 100 Ohm SMD-Widerstand als Bild. Dann haben wir hier die Partnummer und hier, das ist diese sogenannte JLC-PCB-Partnummer. Das ist also hier diese C175. Die könnte ich jetzt hier mit Copy rausziehen. Trage die dann entsprechend hier ein. Natürlich nicht bei C, weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Widerstand hätten, dann muss natürlich der Wert passen, nicht diese 470 Ohm, sondern also müsste ich jetzt hier nach 470 Ohm suchen. Es müsste auch ein entsprechender 1206 SMD Footprint hinterlegt sein. Das muss man natürlich auch beachten. Das soll jetzt hier nur mal beispielhaft dienen. Aber ich könnte jetzt eben hier diese Partnummer hinterlegen und kann dann im Upload mein Gerber-File nach oben laden und kann dann auch das Bestücken auslösen. Ich habe jetzt demnächst sowieso mal ein Projekt, wo ich also einige Sachen bestücken lassen möchte und da werde ich dann auch mal ein Video dazu machen, wo das dann auch wirklich alles sauber passt, was man dazu zum Bestücken braucht. Soweit erst einmal dazu. Ich speichere das jetzt hier nicht. Also ich kann das einfach noch mal hier händisch machen oder eben ich hinterlege es in den Bauteilen. Das zeige ich euch dann nochmal separat. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Dann hätten wir die JLC-PCB abgebacken und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das ist hier die Firma Eisler. Das ist also eine Firma in Europa, in den Niederlanden. Und hier kann ich hergehen und sagen, get started, select file. Und hier selektiere ich dann nicht mehr irgendwelche Gerber-Files, sondern hier gehe ich dann in meinen Ordner auf KiCad 7 in mein Projekt hinein. Also Projekte. Wo ist es jetzt? Also hier der Projektordner, mein zweites Projekt. Und jetzt nehme ich hier direkt die Leiterplattenplatine, also die KiCad-PCB-Platine, kann die öffnen. Die wird jetzt also nach oben geladen. Und hier zieht sich Eisler quasi aus der KiCad-Datei selbst alle Daten heraus, die es benötigt. Und ich könnte jetzt, wenn ich mich hier einloggen würde, auch hier mit dem weiteren oder mit der weiteren Produktion fortfahren. Also ich müsste mich jetzt hier einloggen und dann könnte ich also die Produktion auslösen. Mache das jetzt hier nicht, weil das dann, wenn alles stimmt, nämlich sofort ausgelöst wird und ich brauche diese Platine hier nicht, unser Projekt. Soweit erstmal dazu. Ich hoffe, ich habe euch erstmal so weitergeholfen, was das Erzeugen von Gerber-Dateien betrifft und auch welche Upload-Möglichkeiten es gibt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal. Fragen bitte in die Kommentare, alles wie gehabt, ich versuche es dann zu beantworten. Tschüss, tschüss.